Wie die Welt in 2030 aussehen wird? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Wer hätte gedacht, dass künstliche Intelligenz schon heute prüft, wie lange Erdbeeren noch gut sind? Wer hätte geglaubt, dass Machine Learning hilft, vorherzusagen, wie viele blaue Hemden in Größe Large in 2 Wochen noch bestellt werden? Wohl niemand. Der Blick in die Glaskugel hilft also nicht weiter. Viel wichtiger ist, eines zu verstehen. Ausgangspunkt solcher Innovationen sind keine unsicheren Prognosen, sondern sichere Konstanten. Dem Kunden wird heute und genauso in 2030 beim Einkaufen Folgendes wichtig sein: Preis, Auswahl, Verfügbarkeit. Kein Kunde will sein Lieblingsprodukt teurer, länger darauf warten oder weniger Auswahl haben. Was heißt das für die Zukunft? Durch Innovation machen wir das, was gleich bleiben wird, nur noch einfacher, schneller und bequemer. Beispiel Sprachsteuerung. Sie backen in Ihrer Küche, die Finger schön tief im Teig und dann Backpulver. Wie viel Backpulver brauche ich denn? Fragen Sie doch einfach Ihren Sprachassistenten. Oder nehmen Sie den kassenlosen Supermarkt. Sie kaufen am Samstag ein, der Einkaufswagen prall gefüllt und Sie wissen, gleich wird es wohl stressig in der Kassenschlange. In der Zukunft? Keine Schlange, keine Kasse, Sie gehen einfach raus. Der Einkauf bezahlt sich wie von selbst. Das Anstehen hat dann wohl bald ein Ende. Oder nehmen Sie die Lieferung per Drohne. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen auf dem Land, das nächste Geschäft meilenweit entfernt. Besuch kommt spontan und, oh, die Luftmatratze hat ein Loch. Aber kein Problem. Sie können ja per Drohne bestellen und die Drohne liefert in den Vorgarten. Und zwar das Flickzeug. Auch das wird bald möglich sein. Also, nicht so sehr den Kopf über Prognosen zerbrechen. Die Zukunft ist jetzt. Einfach mitgestalten, ausprobieren, unternehmen. Und bitte, auch wenn es manchmal etwas ungemütlich werden kann, keine Angst vor Fehlern. Denn es lohnt sich. Weniger Zeit in der Kassenschlange heißt mehr Zeit für Familie und Hobbys. Dinge, die das Leben einfacher machen, kann jeder erfinden. Ich leg dann auch mal wieder los. Ach übrigens, mein Name ist Ralf Kleber.